Leute, willkommen bei Pandido und zum 8. Türchen unserer Mädchen-Adventskalender. Ja, gestern hatten wir in Türchen Nummer 7 ein bisschen Accessoires, also Schmuck und Handtasche für unser Playmobil-Mädchen. Und im Barbie-Adventskalender gab es neue, und zwar rosa oder pinkfarbene, hohe Schuhe zu entdecken. Ja, sehr schön. Wir sind gespannt, wie es nun weitergeht. Inzwischen sind wir schon bei Türchen Nummer 8 angelangt. Oh, das sieht nach einem großen Türchen aus. Zumindest der Stern ist groß. Und yep, da ist tatsächlich einiges von. Beziehungsweise, es sieht nach etwas Großem aus. Ich vermute mal, dass das jetzt wieder ein Möbelstück oder so etwas sein könnte. Aber ich bin genauso ahnungslos und werde überrascht wie ihr. So, 1, 2, 3, 4. Vier Teile mit sehr hübschen silbernen Verzierungen drauf. Also ich versuche einfach erstmal an den Enden das zusammenzustecken. Ah, ja, jetzt habe ich erkannt, was es werden soll. Ihr auch? Ich verrate es gerne. Und zwar ist das eine Ankleidetrennwand. Das heißt, die könnt ihr so direkt ins Zimmer stellen und euch dahinter in Ruhe umziehen, sodass keiner es bemerkt. Und nebenbei ist es natürlich auch ein hübsches Dekomaterial in der Wohnung. Schau mal, versteck dich mal da hinten, meine Süße. Ja, man sieht nur das Köpfchen, der Rest ist versteckt. Also probieren wir das Ganze doch mal aus. Also jedenfalls zieht sie sich jetzt hier hinter der Trennwand ganz schnell und fix um. Also tschüss Nikolas Outfit und hallo, Überraschung. Sie hat wieder ihr blaues Röckchen mit dem Schmuck von gestern an. Ja, also ist doch ganz praktisch sowas. Ja, weiter geht's mit Kalender Nummer 2 und dem Türchen Nummer, heute ist der 8. Dezember, also 8. Ah, das sieht mir nach Schmuck aus. Oh, wunderschöner Schmuck, nein. Silber, ein silberner Ring oder Moment, wenn es für Barbie ist, wahrscheinlich eher eine sehr, sehr hübsche Halskette. Wir öffnen einfach mal vorsichtig das kleine Tütchen hier. So, da fällt es auch schon heraus. Huch, da habe ich mich wohl geirrt. Es sind sogar zwei Ringe. Nee, Ringe sind es auch nicht. Zwei Schmuckstücke drin. Und wisst ihr was? Jetzt weiß ich auch, was es wirklich ist. Und zwar sind das Armreifen für unsere Barbie. Mensch, die passen ja auch ganz optimal zu ihren Ohrringen, die sie schon hat. Im gleichen Silberton. Auch wieder mit solchen spiralförmigen Highlights drin. Oh. Passt perfekt an ihr Handgelenk. Machen wir auch links und rechts wieder einen Armreif, wie das auch bei unserer Playmobil-Puppe ist. Hat jetzt auch die Barbie zwei hübsche Armreifen. Ja, das war's auch schon wieder mit Türchen Nummer 8. Weiter geht's morgen. Ich freue mich auf euch.